habe ich einen W3 871B von Fangband. Ha, ha, Mando, da krieg ich einen Affen. Hallo und herzlich willkommen auf Dragon Audio mit einem etwas anderen Bild, weil mein Handy ist im Arsch und ich musste gerade, das ist jetzt Versuch Nummer 4 und ich musste extra nach Olsberg fahren, mir eine Speicherkarte hier im SD-Format für diese Kamera holen. Das ist eine Nikon J1, meine ich, ne? Ja, Nikon 1, Nikon J1 oder was auch immer. Die hatte ich noch hier rumfliegen, dass ich überhaupt jetzt mal ein Video machen kann. Dann bin ich ja runtergefahren mit dem Fahrrad. Das sind so roundabout 10 Kilometer. Und was war? Laden geschlossen. So. Sprich, dann war ich da unten noch ein bisschen einkaufen, hab dies, das, jenes gemacht, bla bla. Und dann da rein und ja. Sie müssen mit Karte zahlen. Ich hatte aber nur Bargeld bei. So viel zu dem Thema. Aber es hat alles geklappt. Karte ist drin. Eine neue. Und jetzt kann ich endlich Videos machen, weil die Kamera, die brauche ich auch für meine nächsten zwei Kanäle. Nee, für meinen anderen Kanal. Es gibt nämlich zwei weitere Kanäle am Anfang. Und zwar, die werde ich unten drunter mal verlinken. Das wird einmal Dragon Audio kocht oder so sein. Mit meiner neuen Küche. Mit meiner alten neuen Küche. Und dann einmal Orange Dragon LP. Den Kanal, den gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Und da werde ich ein paar Sachen Let's Play. Spiele mäßig. So. Ja. Wie gesagt, deswegen kamen auch keine Videos, weil ich einige Dinge halt erstmal klären musste. Und auch mit der Veranstaltungstechnik höre ich ja jetzt erstmal auf, weil ich keinen Bock mehr auf den Mist habe und mich jetzt erstmal wie vor 21 Jahren um meine Lautsprecher kümmere. Ja, das soll ein kleines Infovideo werden, ganz einfach. Was habe ich gebaut, was habe ich gebastelt in letzter Zeit? Es gab ja ein paar Videos zu den 4-Zöllern, zu den 6,5er. Der 8er ist jetzt fertig. Ja, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge war. Dann habe ich noch zwei Lautsprecher gebaut mit dem CHR70 von Mark Audio, ein französischer Lautsprecher, und habe einen Restbestand von, ich meine, Speaker Buddies. Aufgekauft, und zwar von Dayton Audio, hier unten den, kann man den auf der Kamera sehen? Ja, kann man so gerade sehen, warte, ich drehe die Kamera mal ein Stück nach da. So, und zwar sieht man dann hier vorne, hier den Dayton DM90-4, den gibt's noch, weil der wird, denke ich mal, demnächst auch vergriffen sein, in der 8-Ohm-Variante, und ich wollte den in der 4-Ohm-Variante hier haben, und der klingt sehr kräftig, sehr mittenbetont, und hat, sag ich mal, oben raus, eigentlich wo es wichtig wird, bei 10k, so, ich sag mal, eine Senke drin, ist aber nicht weiter schlimm für den Preis, für die ich die bekommen habe, und daraus baue ich jetzt, sag ich mal, so einen Abklatsch von der Cybox Needle. Ja, dann habe ich noch ein kleines Projekt mit dem Tangband W3, und ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Weil hierzu, also wie gesagt, ich muss dazu noch kurz sagen, es kann sein, dass bei diesem 6,5er und dem 4er, dass da der 5er vielleicht noch dazwischen kommt, das weiß ich aber nicht, je nachdem wie gut jetzt das Video ankommt oder ihr unten in die Kommentare schreibt. So, wir gehen mal auf den Dachboden, weil da freut sich bestimmt ein Kollege jetzt richtig drauf. So, ich muss mich ein bisschen weiter wegstellen wegen dem Zoom von der Kamera, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Boah, heute sind 32 Grad und dann mit dem Fahrrad. Ja, so. Ja, und zwar, ich habe ein kleines Projekt. Und zwar, ein Kunde möchte gerne Lautsprecher haben für seinen Monitor. Der hat Monitor, also Lautsprecher im Monitor drin, ne, für einen PC. Und er möchte jetzt darunter kleine Lautsprecher haben für Ton, für einen etwas besseren Klang. Dazu habe ich einen W3 871B von Fangband. Blutig? Nö, kann weitergehen. Gibt nur einen blauen Nagel. Ja,
Und aus dem Grund mache ich nämlich zwei Lager. Und zwar, boah, tut das weh. Da hinten, also quasi hier nebenan, kommt eine Werkstatt hin. Ganz drüben in den anderen Dachgiebel mit dem Trempel kommt das Lager dann für, ich sag mal so, Stahl, Netzteile, PC, Aufhängung für Line Arrays, selbstgebaute Sachen, Hörner und so weiter, Stromversorgung. Und dieses Lager wird ein reines Lager dann für Lautsprecher werden. Weil die Lautsprecher, die werde ich jetzt erstmal alle komplett verbauen, verkaufen. Könnt ihr natürlich auch kaufen dann. Und dann halt, ja, dann erst Neubestände wieder anlegen. Was bleiben wird, sind die Dynavox, die DM90, der Restbestand von Dayton Audio, außer sie werden mir weggekauft, ne? Und Dayton Audio, die Dynavox, genau. Und was noch? Ja, eigentlich war es das schon, genau. Ja. Jetzt zu dem Kollegen. Ach so, ich wollte nur sagen, hier kommt dann noch ein kleiner Verstärker rein, Lautstärkeregelung bei einer Box auf die Rückseite, hab falsch Botes bestellt. Und ja, das ist alles ein bisschen, ich glaube, ich habe in 21 Jahren Lautsprecherbau noch nie so kleine Lautsprecher hier gebaut. Die werden, sag ich mal, hinten 45 Grad verspachtelt, so dass ich eine 45 Grad, so einen 45 Grad Winkel hier drin habe, dann passt das. Genau, so. Und ja, jetzt zum Kollegen. Der hat mich schon tausendmal gefragt, kannst du jetzt nicht endlich mal ein Video darüber machen und hin und her und Hille und Hulle. Jetzt mache ich mal ein kurzes Informationsvideo darüber. Ich habe ja gesagt, die Lautsprecher, die werde ich alle verbauen, verkaufen oder ihm wieder zurückschicken. Also die er mir geschickt hat, wo er gesagt hat, die möchte er gerne aufbereitet haben. So, darunter zählt natürlich auch, komm mal her, hier so eine kleine Box. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, zum Teil kann ich die gar nicht aufbereiten, weil nämlich hier oben Klammern drin sind. Hier unten wurden die Schrauben nicht richtig eingelassen. Dann wurden hier keine Löcher ordentlich eingefräst. Also das ist nicht gut. Ja, also das werde ich dann das Gehäuse als Brennholz nehmen und dann, sage ich mal, so ein Gehäuse dann, hier ist übrigens auch der Abstand zu groß. Das wird, ja, dann wird der, genau, wenn wir hier, müssen wir ungefähr die Hälfte haben. Ja, das wird nicht funktionieren so. Ja. So viel dazu. Dann habe ich mich ja 21 Jahre davor gesträubt mit einer gewissen Marke. So, du gehst jetzt mal weg hier. Mann! Mit einer gewissen Marke nichts zu tun zu haben. Und das ist diese Marke. Wer kennt sie? Na, schreib doch mal in die Kommentare. Was ist das? Hm? Das Bose. Und ich hatte zu Bose immer ein ganz schlechtes Verhältnis, weil die damals so ein bisschen umschrieben, die Leute veräppelt haben und halt viel mit ihren Modulen gemacht haben. Wobei, ja, und ja. Ich werde mich mal ranwagen und ein neues Projekt kommt dann auch mit Bose-Lautsprechern. Beziehungsweise auch mit anderen Bose-Lautsprechern, aber da will ich nicht zu viel verraten. So, dann habe ich noch bekommen Philips Lautsprecher mit Farbe drauf. Diese Farbe muss hier runter. Verändert natürlich MMS, QES und QMS. Ne, wem das ein Begriff ist. Deswegen kommt das weg. So, dann habe ich gedacht, ach guck mal, hier gibt es von Omnis Audio die Loco-Serie, Loco 5 und 6.1er meine ich. Ne, sind sie nicht, ist leider ein Abklatsch. Aber daraus kann man zum Beispiel, weil ich die auch eine Nummer größer habe, werde ich davon dann, werde ich dann zwei, ich denke mal so Regallautsprecher von bauen. Genau, Frequenzgang aufnehmen, ich habe Frequenzgänge schon aufgenommen. Und dann halt was Schönes daraus bauen. So, dann habe ich hier noch. Ah, da sagt er, das sind LG-Woofer, ne? Oder Tieftöner. Ja, wir bleiben mal beim Deutschen. Genau, mit richtig hinterlüfteter Schwingspule, sodass richtig schön viel Dreck reinfallen kann. Warum man das macht, keine Ahnung. Also hätte man auch Schlitze reinmachen können. Das hätte gereicht.
Ja, wenn das ein... Ja, ist eine weiche Sicke, ne? Aber hart, relativ hart aufgehangen. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Ja, und ich glaube, das war schon. Der hat dann noch, der Kollege, mir zwei Magnat, hier wo der Pitbull noch drauf ist, aus der alten Serie, wo Magnat noch relativ gut war, mir zwei Dreiwege-Regallautsprecher zukommen lassen. Und die werde ich auch nochmal vorstellen, aber in einem separaten Video. Das war jetzt erstmal der grobe Einblick, ja, wie Stand der Dinge ist. Und jetzt geht's, sag ich mal, mit den ganzen Videos weiter. Und es werden auch ein paar PA-Projekte kommen. Es werden Lautsprecherchassis von mir selber kommen. Das dauert aber noch einige Zeit. Und ja, ne, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, die Tangband, die kommen schön in die PC-Lautsprecher rein. Nee, habe ich nicht. Das ist hier sowieso alles für ein Arsch. Ich geh doch da oben hin. So. Also manchmal, ey, heute ist irgendwie der Wurm drin. Naja, egal, ist halt so. Manchmal ist das so. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, und wie gesagt, checkt mal die anderen Kanäle aus. Da wird in den nächsten ein, zwei Tagen, vielleicht schaffe ich es heute sogar noch, dass ich da was hochgeladen bekomme. Jetzt regelmäßig was kommen. Die Uhrzeiten stehen dann jeweils unter den Videos. Ich wünsche euch viel Spaß, euch eine gute Zeit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.